Einen schönen guten Morgen von Koh Samui aus. Es regnet zwar, aber wir haben ja der Oma versprochen, dass wir vor unserer Abfahrt sie besuchen. Wir sind jetzt hier gerade in der Einfahrt vom Feldweg. Wir wollen ihr heute noch ihr Taschengeld geben für die 2 Monate und nochmal Hallo sagen, mal hören, was los ist, ob man noch was machen kann. Der Stefan wollte ja mit Wippert in unserer Abwesenheit die Oma besuchen. Und jetzt fahre ich mit meiner lieben Muck zu Oma. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, da oben in Rayong. Da ist strahlender Sonnenschein. Heute in meinen News vom 5. habe ich das ja mal gezeigt. Och, das ist überall am Piepsen. So, bis gleich, bis bei Oma. Die Türe bei Oma ist zu, ist zwar nichts Neues, aber ist immer ein komisches Gefühl, dass die Oma liegt bestimmt im Bett. Bei dem Wetter kann man auch nur im Bett liegen. Dann versuchen wir mal die Oma aus ihrem Häuschen zu holen. Ja, hi. Was sagt Oma? Hi. Sabadikap. So grüßt du sie mal zuerst. Geh du mal zu. Da oben, der ist runtergefallen. Ich habe kein Werkzeug dabei. Das sieht ja nicht gut aus. Das Kabel hängt da dran. Das Kabel hält das Brett jetzt da oben. Ich glaube, wir müssen noch mal zurückkommen. Ja, da müssen wir noch mal nach hier kommen. Kannst du ihr das mal sagen? Vielleicht. Ja. Die eine Wand, da ist das Brett raus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ja machen soll. Aber irgendwie fällt mir schon was ein. Die Termiten haben kräftig zugegriffen. Da oben haben sie das ganze Brett kaputt gefressen. Da ist immer, wenn man irgendwo hin will, dann passiert sowas. Normalerweise müsste man hier die Seite neu machen. Ich schätze, dass ich morgen, spätestens übermorgen, nochmal nach hier komme und das dann soweit provisorisch repariere. Oma hat wie immer den Stuhl festgebunden. Ich hatte letztes Mal schon die Kordel mitgenommen, mit der Hoffnung, dass sie es nicht mehr macht. Oh je, Oma sagt, das Licht funktioniert nicht, was ich gemacht habe. Hier ist die Fernbedienung dazu. Ich kann mir auch gut vorstellen, wieso. Wir haben nicht mehr so viel Sonne. Ich habe nämlich gesehen, bei unserem zu Hause, da ist auch nur noch ein paar Stunden Brennlicht. Die Sonne fehlt. Jetzt kann ich ja mal drauf einstellen, 5 Stunden oder 3 Stunden. Ja, also ein bisschen ist die Batterie aufgeladen. Tja, dumm gelaufen. Ich weiß jetzt auch, wieso das da runtergekommen ist hier. Da ist nämlich ein Palmwedel draufgefallen. Seht ihr das da oben? Das ist da oben draufgefallen und hat wahrscheinlich den letzten Ruck gegeben, dass das runtergekommen ist. Was willst du auf mein Auto klettern? Vergesst es.
Ramadan hoch und das ist nicht so schwer. Lass mir mal überlegen, bevor ich mein Auto opfer. Ich kann den doch nicht bis nach hier fahren, dass du dran kommst. Da ist ja gerade die Schnauze bis vorne. Du kommst ja nicht dran, um das festzubinden. Du kommst nur hier. Warte doch mal. Ich guck mal, was hat sie denn für Stühle? Die hat Hocker. Den Stuhl da hinten, der ist groß genug, um den draufzustellen. Hier, haltet mal. Jetzt werden wir etwas machen, was man nicht in Deutschland machen darf. Die Berufsgenossenschaft lässt das nicht zu. So, jetzt probieren wir mal das Kunststück, dass wir das wenigstens provisorisch festkriegen. Es muss erstmal das Brett gesichert sein, dass der Oma nicht das Brett auf den Kopf fällt. Und das dreh ich nicht auch noch wie Sau dabei. Die Muck will das auch jetzt, ein gutes Stück. Nee, komm, ich mach das. Ich weiß jetzt, wie das ist. Okay. Emanzipier. Meine Muck ist, guck mal da, Kletteraffe. Zack, obendrauf, fertig. Es geht also nur darum, dass das Brett nicht oben auf den Kopf fällt. Wenn wir zurückkommen, dann lassen wir das neu machen. Ja, das ist komplett verrostet. Da muss schon so 2,5 Meter sein. Sieht so aus, als ob die Muck da Spaß dran hat, sowas zu machen. Den Stein? Ja. Ah, als Gegenlager obendrauf. Das war schon gut, da drunter. Ja, warte mal, kriegst du noch ein Brett? Hier. Muck ist eine Pragmatikerin und solche Frauen halte ich nicht auf. Die können sich auch beweisen. Okay, für einen Moment ist das Beste, was man machen kann. Und jetzt schützt es wieder runter. Hier wird mit Draht alles repariert. Oma gibt Anweisungen. Ja, für meinen Dafürhalter kann man nicht mehr viel machen. Das ist also eine notdürftige Reparatur, dass also hier der Streifen neu gemacht wird, beziehungsweise einen Kostenvoranschlag reinholt. Und dann könnt ihr auch mal hier vorne ein neues Vordach. Das ist nicht nur Kosmetik, das ist nämlich auch aus der Sicherheit, dass der Oma hier nicht das Dach auf den Kopf hält.
Ja, und da oben, das Brett, da muss auch eigentlich ersetzt werden. Ja. Sonst pfeift es bei der Oma da richtig rein. Ja, hi, Mann. Ja, weil ich schon festgestellt habe, die Muck, die kann so richtig anpacken. Auch bei mir zu Hause, da ist sie sich gar nicht zu fein zu. Im Garten, da mal lucht die richtig mit. Alle Achtung. Manche meinen ja, ich hätte schon den Sechs am Lotto. Sie hat gefragt, wie lange bist du weg? Und sie hat Angst, dass niemand vor sie kommen. Ich habe sie gesagt, das kommt da vorne und der Stefan. Stefan kommt hier und ja. Kommen am See. Ja, zuletzt habe ich noch gesagt, ich will keine Spendenaktion mehr. Aber das wird jetzt mehr sein, als was ich im Konto habe. Ja, also wenn er was spenden möchte zum neuen Vordach von Oma, unter meinem Film ist die Kontendaten. Bitte Kennwort Oma angeben. Dann kriegt Oma hier noch ein neues Dach in dem Bereich. Ja, gerade von Muck. Oma hat schlechte Laune. Ja, bei dem Wetter, wer soll denn noch gute Laune behalten? Also nochmal, ich brauche wieder ein bisschen Geld für Oma, für das Dach da vorne machen zu lassen. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann könnt ihr das gerne zu meinem Konto schicken. Und dann lasse ich das dann hier von einer Firma machen, die auch das ganze Material dazu hat. Okay, danke schön mal im Voraus. Ja, wenn man sich idyllisch sieht es aus, wenn es jetzt dazu noch ein bisschen die Sonne scheinen würde, dann wären wir ja alle happy. Ist ja kein anderes Thema hier mehr als Regen, Regen, Regen. Ich weiß, wo der Bürgermeister hier wohnt, der hat sich auch um sie gekümmert. Der weiß ja bestimmt eine Firma, die das ausführen kann. Und dann brauche ich einen Kostenvoranschlag, wie viel das kostet. Okay. Das kannst du ihr sagen. Wir werden uns drum kümmern. Ja, ich muss nicht in Hohen, ne? Der kommt mal zum Hai, ne? Lang kann, ne? Ja, 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 ja. Kannst du ihr sagen, wenn sie mehr Geld braucht, wenn wir weg sind, dann soll sie Stefan Bescheid sagen. Kommt jetzt wieder ins Städtchen. Da kommt die gute Fee. Die gute Fee ist da gerade gekommen, die nach Großmutter guckt. Da ist mal die gute Seele, die sich um Oma kümmert. Ich spüle gerade ihr Geschirr. Und sie sagte, knietief ist das Wasser, wo sie durchwarten muss, um nach hier zu kommen. Oma kontrolliert die Arbeiten von Muck und das kleine Dach für das Badezimmer von Oma, das sieht auch gut aus. Aber wie gesagt, wir haben zu wenig Sonne und auch zu wenig Licht für die Solarzellen. Da oben ist ja eine drauf. Wir sagen schon mal tschö. Okay, tschüss. Stopp, nicht ausschalten. Das Blatt hat sich gewendet. Die Muck hat ihren Charme eingesetzt. Und auch ihre familiären Beziehungen. Und wir sind jetzt hier beim Bürgermeister in der Region. Und den haben wir gerade angesprochen. Und ihr könnt hören, was da abgelaufen ist. Ja, hier ist gerade die Muck mit dem zuständigen Bürgermeister am Reden. Der kümmert sich jetzt um alles. Den haben wir das Problem geschildert. Er kennt die Firma, die das machen kann. Und dann läuft das über seine Regie. Das wäre nämlich wirklich eine irre Aufgabe, das jetzt hier Angebote reinzuholen. Und der hat auch damals das Dach reparieren lassen, von Oma wieder weggeflogen ist. Ja, jetzt brauche ich nur ein bisschen Kleingeld, um das dann auch zu bezahlen. Unter meinen Filmen, wie ich schon vorab gesagt habe, ist meine Kontoverbindung. Ja,
hier ist Not am Mann. Dankeschön, tschüss.